Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Lufia in the Fortress of Doom. So, wir stehen vor Shoshet und ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich diese Stadt hier eigentlich schon durchsucht hatte damals oder nicht. Deshalb würde ich sagen... tun wir das einfach mal. Aber es sieht so aus, als wäre ich ja tatsächlich schon gewesen. Kann durchaus möglich sein. Pestizid gefunden. Moment mal, mir fällt gerade was ein. Pestizide. Ja. In der englischen Version von Lufia bekommt man in diesem Schrank, wo ich jetzt gerade das Pestizid bekommen habe, ein Sweetwater. Und Sweetwater ist das Item, was die Zufallskämpfe reduziert. Sollte das tatsächlich das Pestizid sein? Ich werde das Ganze dann einfach mal testen. Weil das wäre ja mega, wenn ich das jetzt tatsächlich... gefunden hätte. Das war ja das Item, was ich die ganze Zeit eigentlich gesucht habe. Was das in der deutschen Version ist. Und ich habe auch rausbekommen, wofür die Strohpuppe gut ist, weil ich die gerade hier gefunden habe. Nämlich hat man, wenn man die Strohpuppe im Kampf benutzt, eine gewisse Chance, dass der Gegner Instant Death down geht. Und ja, auch nice. Ich habe aber die Strohpuppen, glaube ich, auch verkauft. Aber gut. So, was haben wir heute in diesem Part vor? Auf jeden Fall erstmal diese Höhle hier durchsuchen. Ja, wohl Flamme lohnt sich jetzt mit Cherwin nicht bei einem Wassergegner, sag ich mal. Ich will erstmal nicht in diese Fluten da reingehen, denn die bringen einen auch ganz schnell mal dahin, wo man eigentlich nicht hin will. Deshalb erstmal, soweit ich das vermeiden kann, erstmal nicht. Da fällt mir ein, ich probiere jetzt einfach mal Monster laufen weg.
Tatsächlich, es ist das Pestizid. Wow. Ist ja der Wahnsinn. Na gut. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid, ne? Okay, da war Sackgasse. Pestizid verbraucht. Ja gut, das geht aber relativ schnell. Oh, ein neuer Gegner. Dechfisch. War nice. Gut, ist jetzt nicht allzu stark. Und eine Zaubernadel. Achso, Moment, wir hatten vorhin einen Power Boost erhalten. Gut, weiter geht's. Ob ich hier richtig laufe. Ich nutze aber mal kurz ein Pestizid, weil irgendwie geht mir der Encounter hier gerade ein bisschen auf die Nerven. Ja, es kommen trotzdem Gegner, aber immerhin. So. Ich glaube, ich muss hier hoch. Vielleicht auch nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Pestizid auch nicht allzu viel hilft. Tatsächlich. Pestizid verbraucht, jawohl. So, Maxim ist tatsächlich ein Level gestiegen. Ja, wie gesagt, der Encounter ist hier verdammt hoch. Ja, man sieht's, ich renne hier laufend trotzdem in Gegner. Also unter Wasser scheint das Ganze wirklich extrem zu sein. So, wir kommen jetzt theoretisch, wenn nicht 20 Gegner dazwischen kommen, wieder am Anfang der Höhle raus. Warum, das zeige ich euch dann gleich. Also warum ich diesen Weg gegangen bin. Ein neuer Level, nice. Denn es gibt noch eine andere Höhle, die ich erforschen möchte. Und zwar liegt die etwas weiter im Norden, glaube ich. Ich gehe mich aber erstmal schnell heilen.
So viel Zeit muss sein. 40 Goldmünzen, na, das ist ja relativ günstig. So. Ich glaube, es ist aber auch an der Zeit, mal wieder speichern zu gehen. So. Ja, genau, diese Höhle hier meine ich. Auch hier haben wir dieselben Gegner. So, und einmal Dynamit. So, Truhe nehmen wir mit. Eine Flasche. Für was auch immer wir eine Flasche brauchen. Will ja mal nicht in den Strudel geraten. Denn ich weiß nicht wirklich, wo ich dann rauskomme. Gut, hier musste ich jetzt rein. Also hier ist das mit den Monstern schon arg übertrieben, ne? Aber Lufia, neuer Level. Kann natürlich sein, dass das mit den vielen Gegnern auch damit zusammenhängt, dass man sich in diesen Strudeln hier relativ schnell bewegt, ja. Das kann natürlich sein. So, man kommt auch wieder raus aus diesen Strudeln, sehe ich gerade. Was ich tatsächlich nice finde. So, jetzt ist die Frage, in welchen Strudeln müssen wir, ja? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen den da oben. Und hoffen, dass wir keine Truhe übersehen dadurch.
Weiß es halt jetzt gerade echt nicht. Aber wir könnten richtig sein. Könnten, wohl bemerkt. Es ist halt echt schwer, sich teilweise die Wege hier zu merken. Weil die ganzen Höhlen doch sehr verwinkelt sind. Aber schauen wir mal. Ein Zirku-Armband. Okay, nice. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Ich glaube nicht, ne? Na klar kann ich es ausrüsten, ein Armband, ich bin auch... Ech. Kann bestimmt nur... Sharon tragen, ne? Oha. Die Abwehr geht nach oben, na dann machen wir das doch mal. Würde ich sagen. Wie wir einfach mal 587.000 Goldmünzen haben, ne? Wahnsinn. So Leute, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle für den Part erstmal Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Lufia and the Fortress of Doom. Bis dahin, tschüss.